Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei True Farming 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es geht weiter. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start ins Wochenende, beziehungsweise ihr hattet ein schönes Wochenende. Es ist ja Sonntag, es ist ja schon vorbei. Ich hoffe, ihr habt auch gestern in den Vlog reingeschaut. Wir waren ja bei Holzkunst Scholz gewesen und gestern kam das Video zum Hotsaw-Event. Und ich kann euch sagen, ich war wirklich mehr als beeindruckt gewesen. Also war eine krasse Nummer, muss man wirklich sagen. Kettensägen mit 60, 70 PS sind nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und ja, hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schaut gerne rein, ich verlinke euch das Video auch am Ende nochmal. So, jetzt müssen wir aber mal schauen, dass wir heute ein bisschen was schaffen. Denn schockierenderweise, ich bin gestern mit dem Fendt noch auf meinen Hof gefahren, habe gedacht, ja, hallo? Moin, aus Wien, bist drin? Oh, der Weber, Lukas, grüß dich. Moin. Moin, ey, sag mal. Hast du das Wetter bestellt? Was ist denn da los? Das ist ja schwierig, glatt ist das ja auf den Straßen, die sind nicht mal alle geräumt, nichts. Das geht doch gar nicht. Ich bin gestern, ich hab mir, guck mal, komm mal mit hier. Mensch, ey, so ein Mist aber auch. Ich kann dir sagen, oh, ey, das wirft meinen ganzen Plan durcheinander. Aber komplett. Ich weiß überhaupt nicht, ich weiß überhaupt nicht, wie ich jetzt weitermachen soll, was? Hast einen schönen weißen Hof, muss ich dir sagen. Ja, danke. Super, den werde ich wahrscheinlich auch noch komplett schieben dürfen, ey, so wie ich das hier sehe. Ja, guck mal hier, was ich gekriegt habe. Ich habe einen schönen Fendt 516 S4 als Vorführer bekommen. Sieht schick aus, mit Frontladerkonsolen dran. Ja, und hab mir hier vom Händler extra noch den großen Bredal ausgeliehen. Die haben mir sogar noch 5000 Liter Kalk drinne gelassen, weil ich die Felder kalken wollte. Ich wollte den pH-Wert ein bisschen nach oben bringen. Ja, und jetzt? Ich stell das gestern Abend hier ab, geh in meinen Bauwagen, mach die Augen auf und sehe nur noch weiß. Das kannst du laut sagen. Ich das ist eine absolute gedacht. Katastrophe. Also ganz ehrlich. Vor allen Dingen, soll ich aber sagen? Ey, es ist nur 51. Ich bin heute um 7, habe ich die Augen aufgemacht, habe draußen weiß gesehen, ich habe mich direkt wieder hingelegt. Und jetzt habe ich noch einen ganz entspannten Kaffee getrunken. Ach, das geht doch nicht. Ey, mal ganz ehrlich. Das ist doch Mist. So ein Kack, ey. Naja, wenigstens die Halle halbwegs trocken hier. Bist du knöcheln hoch, ist das scheiß Schnee schon wieder. Ja, guck mal. Das sind bestimmt gute 10, 15 Zentimeter liegen. Und es kommt ja noch, ne? Auf jeden Fall. Oh Mann, ey. Ich sehe schon, das wird auf jeden Fall viel, viel Arbeit werden. Ich bin auch gespannt. Ich bin auch gespannt, wann wir ausrücken wegen Schneeschieben, ey. Das kommt ja bestimmt auch noch auf uns zu. Ah, ich schätze, so lange kann das nicht mehr dauern. Nee. Da wird der vom Bau auf der anrufen, euer. Aber du, soll ich was sagen? Chef. Jetzt kommt's. Weißt du was? Jetzt ist endlich mal Zeit, ein paar wichtige Sachen zu erledigen. Komm mal mit. Weißt du, was wir jetzt machen? Lass mich überraschen. Wir fahren jetzt zum Händler. Wir fahren zum Händler runter und ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Warte. Ah. Huch. Willst du fahren? Soll ich fahren? Nee, fahr du. Warte. Erster. Oh. So, guck mal, wie findest du das neue Baufahrzeug hier? Geschmeidig, geschmeidig. Wollte ich mir als Stadtbaumeister auch noch zulegen. Eigentlich ganz schick, oder? Kann man nichts sagen. Ja, das ist sehr dezent, geschmeidig. Ich finde, der Sitz ist ein bisschen tief eingestellt, aber ansonsten macht es eigentlich eine schöne Optik. Das stimmt wohl, aber das geht eigentlich sonst noch. So, wir müssen nur mal aufpassen. Ich weiß gar nicht, ob hier Winterschluppen drauf sind, weil der ist noch, der ist ziemlich neu. Ich nehme aber mal an, die haben den mit Winterreifen ausgeliefert. Aber lässt sich auf jeden Fall sehr, sehr schön fahren. So. Und. Warte mal, wir müssen hier links, ne? Genau. Oh, hier ist gar nichts geschoben. Guck dir das an. Ja, ich sag ja, wie hier vorne her. Ich habe auch besser die Fußmarsch habe ich gemacht hier zu dir nach oben. War mir sicherer, als dass ich da noch verbaue, weil hier viel nicht gestreut ist. Ja, wir müssen auf jeden Fall auch mal im Auge bei. Och, guck mal hier. Hast du doch gar nicht gesehen, glaube ich. Nee. Fällt dir was auf? Alter. Das ist der vom Herrn Rotwild? Das ist in Rotwild sein neuer Hof. Respekt. Brutal geworden, oder? Da muss ich da ja auch mal eine Brandgutachten erstellen, Brandschutzprüfung erstellen. Ja, und ich, pass auf, wir fahren mal schnell rein. Kannst du mal kurz ein Auge drauf machen? Guck mal rechts. Ui, ich schick sofort Hydranten. Ja, habe ich extra dran gedacht. Ja, das ist doch herrlich. Ja, habe ich extra dran gedacht. Ist der Rotwild ja auch da? Ich weiß es gar nicht. Ja, guck mal den Hof an, ist schick geworden, oder? Kann man wirklich nichts sagen. Ja, der ist richtig schick geworden.
Guck hier, hat er auch ganz viele Maschinenhallen und Zeugs und dies und das. Und ja, traumhaft. Ja, also da kann man wirklich nichts sagen. Hey. Ah. Was hat hier noch ein Kuhstall oder was ist das hier noch? Ich glaube, das ist ein kleiner Kuhstall. Der wollte irgendwas Kleines mit Tieren auf jeden Fall machen. Der hat oben noch ein paar Gewächshäuser. Der hat ja nicht nur den Weinberg, der hat ja auch fürs Jahr über, weil die Weinreben, so wie mir das Herr Rotwild erklärt hat, kann man die woanders im März setzen. Okay. Ja, und im Winter ist da ja sowieso nicht viel und deswegen hat er auch ein bisschen Ackerland, was er macht und betreibt. Aha. Ach, apropos ja, gut, Ackerland. Ja? Macht ja auch Sinn, weil nur Wein, da kannst du dich auch, glaube ich, nicht von halten. Nee, ich glaube, das wird schwer. Vor allen Dingen, wenn du gerade anfängst, ne? Ich glaube, er ist so ein richtiger Ackerbauer, aber der so ein bisschen versucht, seine Spezifikation im Wein zu finden. Weißt du? Der da so ein bisschen was mit Wein machen will. Und das finde ich auch gut. Also das ist klasse, wenn das klappt. Ich drücke denen auf jeden Fall die Daumen, du. Du willst noch schmackhaft bei uns. Ja, auf jeden Fall. Oh, Alter, guck mal, hier ist gar nichts geschoben, ey. Aber ganz anderes Gefühl beim Fahren. Es hat einen Grund, warum ich zu Fuß gegangen bin. Ja, ohne Witz. Aber Ackerland, gut, dass wir es gerade sagen. Ich habe es überlegt. Es ist ja, das neue Jahr hat ja begonnen und dann... Boah, muss hier rechts. Klasse. Ja, und dann gibt es ja meistens auch immer mal noch ein paar neue Flächen. Weißt du? Ja, was wolltest du noch haben? Noch mehr Ackerflächen oder noch ein paar Wischen in der Tau? Nee, ich... Was? Wischken. Was? Whisky? Weiden. Ich will solche mit Whisky. Nein, Weiden. Wischen. Wo sagt man denn Wischen zu Weiden? Oben Norddeutsch, Platt. Ach so, warte mal kurz. Ja, hier ist ja Oswin Rosenberg. Ja, guten Tag, Oswin. Ich bin's, der Kurt. Hallo. Oh, Kurt, grüß dich. Hat irgendwas mit... Oh ja, bremsen. Hat irgendwas mit der Fahrzeuglieferung nicht gepasst? Doch, warum? Ach so, nee, weil du anrufst. Ach so, nee, du, hör mal. Macht ihr auch Dachdeckerarbeiten? Naja, wir sind Bauhof, sicher. Das wäre nicht schlecht. Du, hör mal, hier schneit es ja wie aus Acheln. Wie aus Acheln. Wie aus Acheln? Was sind denn Acheln? Keine Ahnung, was ich sage. Acheln? Ich wollte Eimer sagen, hier schneit es ja wie aus Eimern. Du, und das ist schick, gehe ich gerade hier in meinem Laden rein und jetzt ist hier... Schnee im Laden! Ja, also nicht viel, nur so ein kleines Ding. Ich glaube, da ist im Dach ein kleines Löchlein drin, dass da Schnee rein... Oh, da müssen wir tatsächlich mal gucken, da müssen wir aufpassen, weil nicht, dass da der Schimmel dann auch reingeht oder irgendwas, ja, ne, wenn das nass ist. Ja, nicht der Boden, das ist ein Holzboden, nicht, dass der hochgeht und so, ne, das ist ja nicht gut dabei. Dann nimm lieber mal die Handkehrbürste und geh mal durch. Ja, das habe ich jetzt sowieso vor, aber wenn du mal Zeit hast, dann könnt ihr auch mal schauen. Acheln, ja? Ja, keine Acheln. Ahnung. Es schneit wie aus Acheln. Naja. Ja. Ist vielleicht, okay. Ja, warte mal ganz kurz. Herr Weber, ist Acheln, kennen Sie das im Norddeutschen? Blatt hier? Ist das vielleicht ein anderer Begriff für Wolken? Nee, Acheln sagt mir jetzt so nichts. Nee, ich kenne nur Kacheln gehört. Und die macht man Ofen. Ja, das kenne ich auch. Okay. Ja, okay. Ja, Kurt, ne? Alles klar. Wir hören uns. Ja, Kurt, abgegrüßt. Ciao, ciao. So, komm, dann lass uns mal hier hingehen. Ich habe nämlich eine kleine Bestellung. Das ist, glaube ich, wird ganz witzig. So, wo sind wir denn? Beim Händler sind wir, ne? Ja, wenn man nicht loskriegen, dann behalten wir selber. Dann benutzt man, moin. Dann benutzt man für unsere Aktion hier, weißt du? Ey, meine Herren! Jawohl. Das ist eine sehr gute Idee, was Sie da machen. Echt? Ja. Mal Mütze aufsetzen, oder? Richtig. Ja, ja. Ich muss auch mal die Mütze aufsetzen, Mensch. Ey. Mahlzeit. Wird das kalt? Lukas, wenn du dich. Achso, nee, du bist gar nicht Lukas. Lukas hat eine Mütze auf. Setz dir eine Mütze auf. Du erkältest dich. Sag dir, es ist keiner an die Ohren. Ich hab nie eine Mütze aufgehabt. Ich brauch was. Ah, Michael. Moin, Michael. Das sagen die meisten, die hier hinkommen. Jupp und Lukas. Kommt mal kurz mit. Okay. Ja, geht ihr mal. Ich mach mal hier mit Michael. Wir gehen mal ins Warme. Oh, und warte. Oh, gerne. So, guck mal her hier. So, ihr zwei. Hallo? Ey, ihr zwei. So, passt auf. Jupp. Ja. Ich muss was bestellen. Mhm. Du musst mir einen guten Preis machen. Mhm. Ich brauch Simpsons. Oh, das ist gut. Ja. Simpsons für den Club. Ja, den Lukas habe ich ja schon eine verkauft. Ich war. Ja, echt jetzt? Ja, welche Farbe?
Knallrot. Junge! Nur der Präsident fährt also, rot. Was war das? War das nicht Gold oder so? Ja. Oh, Gold. Ist schlimmer, das kann man dem Moped aber auch nicht antun. Naja, gut, egal. Pass auf, ich brauche. Ja, er dachte sich so, da kommt das DDR-Feeling richtig hoch. Ich brauche ein paar Mopeds. Ein paar? Ja. Okay, zwei Stück. Vier. Welche Farben? Ich brauche vier. Ach, also zwei. Nee, pass auf, mach erst mal drei. Mach erst mal drei. Das ist aber ein Trio. Das ein Dreieck. Quasi. Oh, ein Dreieck ist auch nicht schlecht. Meinst du, man kann die aneinander braten? Das sieht doch bestimmt auch lustig aus. Oh, das wäre witzig. Warte mal ganz kurz. Warte mal. Herr Fiedler, es tut mir so unendlich leid. Ich habe sie nicht berücksichtigt. Ist alles gut, ist alles gut. Okay, drei Mopeds. Pass auf, drei Mopeds brauchen wir. Und zwar Farbe. Wichtig. Wichtig. Ich nehme aber S51E, ne? Die Elektrik. Ist klar. Ja. Was? Ja klar, Mann. So, pass auf. Ich brauche eine. Ich möchte eine. Ach, was nehme ich denn? Ich nehme eine. Ah ja, die ist gut. In Bettner Blue 1. Vierte Reihe. Blue 1, ja. Ja. Ach, die ist auch schön. Dann nehme ich eine in Schauten. Das ist so ein Orange. Das ist die vierte Reihe von unten. Ja. Hast du? Ja. Und dann nehme ich noch eine in Amazon. Ah nee, warte mal. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Oh, das sieht gut aus. Dann nehme ich noch eine in Big Butt Queen 1. Fünfte Reihe. Ja. Und sonst volle Hütte, Ausstattung. Und pass auf. Nummernschild? Was? Mit Gitter? Gitter? Was für ein Gitter? Hättest du da nicht so ein Gitter dran? Man kann nur vorne so ein Gitter dran schrauben. Vor den Lampen. Achso, nee. Das wird ja, nicht. Ja, weil sonst ist da ja nicht viel mit voller Hütte. Nee, Gitter nicht. Aber pass auf. Ich brauche die Nummernschilder auch richtig. Oh, jetzt kommt's. Wie nennen wir? Wir brauchen den Clubname. Wir haben doch keinen Clubname. Kann man da ein Nummernschild dran machen an die Kisten? Ich habe meins ohne Nummernschild. Muss ich das noch anmelden? Das geht gar nicht. Geht gar nicht? Nein. Achso, der fahren wir schwarz, ist eh besser. Ja. Haben wir früher schon gemacht. Ich wollte gerade sagen, haben wir damals gemacht, dann machen wir heute das auch. Die drei nehme ich. Ja, aber wie nennen wir jetzt unseren Club? Den Club, wir brauchen noch einen Namen. Deshalb egal, ich habe einen guten Namen, der fällt mir nur gerade nicht ein. Pass auf, so machen wir das. Ansonsten muss ich mal schauen, wir haben glaube ich noch ein bisschen zu tun. Ey, sag mal, wo kommt denn der Schnee her? Der vom Himmel. Ist ja gar nicht. Ist ja übel. Ein Tag, ich wollte heute mit eurem Fett- und Kalkstreuer, ne, ist natürlich gar nichts geworden. Ja, klar, glaube ich. Ja, na gut. Komm, dann lasst uns mal wieder rausgehen. Oh Mann, ey. Oh, ihr habt aber gut geschoben hier schon, da kann man nichts sagen. Sieht ja ordentlich aus bei euch. Ja, ich bin ja auch schon seit heute Nacht unterwegs. Ja, das glaube ich dir. Ich wollte sagen, bei der Feuerwehr habe ich auch schon alles freigeschoben. Der ganze Hose ist zu blank. Warte mal. Ja, kannst du ruhig lecken, da Warte. Ist Salz dran. Ich wollte gerade sagen, Alter, hab da aber Stein, hab da aber nicht gesetzt. Oh, hallo? Ja, ich bin's, Joris. Joris, grüß dich. Moin, ich wusste, das kommt. Ja, ich brauche Hilfe, das ist alles. Oh nein. Also, ne? Schnee schippen, wa? Ja. Ja, okay, pass auf. Ja, machen wir so. Ich guck mal, wen ich so zusammen organisiert bekomme und dann Straßen schieben und alles, ne? Richtig. Ich brauche auch oben bei mir am Grundstück, muss auch geschoben werden. Ist eine Katastrophe, ist alles eingeschneit. Knöchel hoch. Ja, die Schneeschilder sind teilweise auch überfordert. Mal gucken, vielleicht kriege ich noch eine Schneefräse oder so auf Probe. Ich weiß es noch nicht. Ja, okay, alles klar. Nee, ich gut, mach ich. Ich fühle mich gerade wie so ein einsamer Ranger hier auf der Straße. Nee, machen wir so. Dann ich guck mal, wie ich auch organisiert kriege und dann mache ich mich auf die Socken, ja? Perfekt. Alles klar, danke für den Anruf. Jo. So. Moment. Lass mal zu den anderen gehen. Da. Sie? Nur gerade. Ja? Hallo? Hallo, Oswin. Valerie? Hörst du mich? Hallo. Valerie, bist du's? Ja, ich bin das. Oh, ich Valerie. Bin in der Stadt. Ich freut mich, Valerie. Bock auf einen Schneemann bauen? Was? Willst du einen Schneemann bauen? Ich hasse Schnee. Du hast Schnee? Ja, ich hasse Schnee. Ist so nass und kalt und macht die Klamotten so eklig. Und die Haare, ich brauche meine Haare gar nicht stylen bei dem Wetter. Es ist einfach eklig. Ja, das stimmt. Also bei dem Wetter, die Schneeflocke setzt sich aufs Haar, wird dann zu Wasser, ne, und dann ist da alles im Arsch. Also das ist richtig. Kaputt.
Ja, aber ich rufe tatsächlich aus einem bestimmten Grund an, beruflich. Was ist denn los? Mein Bruder ist ja im mein Bruder, sage ich schon, mein Cousin. Manchmal ist er wie ein Bruder für mich. Ja, das ist schön. Ja, Familie. Und er ist gerade im Urlaub und ich muss ihn vertreten. Und deshalb habe ich gerade einen Anruf bekommen. Du kennst doch das Skigebiet bestimmt, oder? Ja. Die haben mich angerufen, dass... Also nein. Da gibt es ein Skigebiet. Ich war da auch noch nie. Wir haben ein Skigebiet? Ich habe davon gerade einen Anruf bekommen, ja. Okay, kein Problem. Irgendeiner wird schon kennen. Weil die haben kaputte Schneekanonen. Die brauchen Schnee? Ich weiß auch nicht, es schneit, aber die brauchen Schnee. Okay, naja, gut, was ist denn da los? Ich könnte aufladen und das sind kaputte Schneekanonen, haben sie mir gerade berichtet, also... Ach so, na gut, das ist natürlich... Und dann können sie die Pisten nicht ordentlich betreiben, wenn der Schnee nicht so fällt, wie sie wollen und nicht genug davon. Ich wollte gerade sagen, da wird wahrscheinlich nicht genug da sein, um das Ganze dann zu schieben und zu kletten. Ja, deswegen brauchen die Schnee. Ich weiß nicht, ich würde gerne Schnee loswerden in der Stadt. Ja, pass auf. Also Schnee haben wir ja auf jeden Fall genug. Ich muss nur schauen, ob ich transporttechnisch mit dem Herrn Schütte das organisiert bekomme, dass wir den da hochtransportiert bekommen. Mir wäre das eigentlich auch ganz recht, weil ich würde den Schnee sowieso in den Bach schieben, der bei mir direkt dran ist. Dann machen wir das so. Ich guck mal, was ich machen kann. Aber du, Valerie, ich habe mal eine andere Frage noch. Was denn? Und zwar, ich bin auch auf der Suche nach ein paar Feldern. Und wenn du den Dings hier gerade vertrittst, dein Cousin, den Bürgermeister... Ja. Kannst du ja vielleicht das schon mal zu den Akten legen. Ich würde gerne ein paar Grünflächen noch haben wollen. Und, Grünflächen? Es ist ja das neue Jahr und dann werden ja wieder Felder vergeben und ein paar Hektar und so weiter. Und manches wird frei, manches wird nicht frei. Und pass auf, ich hätte gerne ein paar Weideflächen, ein paar Grünflächen halt, wo ich ein paar Grasschnitte machen kann, aufs Jahr gesehen. Wie viele denn ungefähr? Ich würde so 2-3 Grasschnitte machen. 2-3, okay. Mhm. Gras, also 2-3 Schnitte im Jahr. Achso. Und wie viele Felder? Also, wenn bei mir in der Nähe noch was frei ist, dann kommt es immer darauf an, wie groß die sind. Wenn die so ungefähr die Größe haben von denen, die ich jetzt schon habe, dann so 3-4 Stück, vielleicht 5. So in der Drehe. Das haben, ein paar Hektar brauche ich, weil sonst lohnt es sich mit dem Grasschnitt der ganzen Technik auch nicht. Okay, ja. Also ich gucke, was ich machen kann, ansonsten übernimmt es dann... mein Cousin. So machen wir das. Da ist. Aber ich gebe es ihm weiter auf jeden Fall. Perfekt, ich danke dir vielmals und ich sag dir Bescheid. Was ich jetzt mache? Nee, Sauna. Ich esse jetzt Erdbeerkuchen und du gehst Schnee schütten. Erdbeerkuchen? Von der von Kron? Oh Gott, ist das gut. Gerade bei mir am Rathaus. Ja. Oh, da fahr ich gleich vorbei. Ich hau mal auf die Hupe, wenn wir da vorbei düsen mit dem Schneeschieber. Da kannst du auch ein Stück Kuchen mitnehmen. Ja, das mache ich gerne. Dann lasst es euch gut gehen. Bis dann, ne? Jo, viel Spaß. Ciao, ciao. Tschüss. Ach du Kacke, ey. Wir sind... Aufziehen. Wo seid ihr denn? Hallo? Okay. Hier hinten. Oswin? Riesenproblem. Oswin? Riesenproblem. Oh nein. Wo sind die anderen? Warte, wir sind hier in der Halle, Oswin. Wir sind in der Halle. Schrei doch nicht. Ach nee, warte mal. Das sind die ja gar nicht. Ja, Oswin. Ja, Moment. Ich komme gleich. 1 Sekunde. Ja. Fiedler? Ja? Wo? Ne, Sie sind ja auch gerade. Herr Fiedler, wo sind Sie denn? Ja, du sprichst gerade über Funk. Ja, aber wo bist du denn? Ja, ich bin unterwegs. Okay, dann. Weitermachen. Okay. In der Kneipe hieß es, du willst den größer um. Hä? Sag mal, bin ich jetzt bescheuert oder was? Wo sind. Guten Kuhstall bekommen, da habe ich so einen Wasseranschluss, aber mal vielleicht für die beide mal was. Meine Güte, ey, ich habe mich gerade dusselig gesucht nach euch. Wieso das denn? Hallo, Herr Rotwild. Ich habe ein Riesenproblem und zwar, wir müssen Schnee schieben, volle Kanone. Und ich habe gerade einen Anruf gekriegt von der Valerie. Im Schneegebiet sind die Schneekanonen ausgefallen und die hat gefragt, ob wir Schnee aus der Stadt bzw. da, wo wir schieben, nach oben transportieren können. Ah, für Schneegebiet. Wer ist denn Valerie, wenn ich fragen darf? Valerie von Breitenstein, die Cousine von Herrn von Breitenstein. Ist aber auch. So. Ist nicht wichtig. Folgendes, ich brauche irgendwie helfende Hände. Ich bin mit dem Schütter alleine. Hier, Oswin. Kann euch viel helfen. Also, ist kein Problem. Ja, Weber ist auch da. Krass. Haben Sie vielleicht noch eine Idee? Was denn? Haben Sie noch eine Idee? Wer helfen könnte? Herr Engine, Sie sind doch hier schon länger in der Stadt, oder? Ja, hier von dem Kremsbacher, der Kremsbacher Hof. Kremsbacher? Ja, Anton Kremsbacher, glaube ich, heißt ihn. Okay.
Der hat schon öfters mitgeholfen hier bei so Schneeaktionen und sowas. Der ist eigentlich ein ganz anständiger Kerl. Wo finde ich den denn? Könnten Sie den mal fragen. Der ist hier ein bisschen nördlich und dann Richtung Osten rüber. Also bei, der Parzelle 39 da unten in der Ecke irgendwo. Also die Stadt quasi hinten raus. Ja, ja, genau. Okay, genau. Alles klar. Herr Rotwild, natürlich, wenn Sie Zeit haben, gerne. Ja, Sie haben doch einen Anhänger, was ordentliches, oder? Ich könnte mit Traktor und Frontlader kommen. Müssen Sie nur sagen, wo ich hinkommen soll, dann kann ich helfen. Dann kommst du doch mit Traktor, Frontlader und Anhänger, so wie Sie es gesagt haben, zu meinem Hof. Ja, mache ich. Es ist ja die Nachbarschaft. Nee, kriege ich hin. Ich nehme mal was fast damit und dann komme ich direkt zu Ihnen. Super, danke Ihnen vielmals. Ja, kein Problem. Oswin? Ja? Wenn ihr noch Helfende braucht, ich bin mit dem Traktor da und Kipper. Dann kommt auch zu meinem Hof. Dann passt das doch perfekt. Dann schiebt man da oben den ganzen Sülze zusammen und dann fahren wir das ins Skigebiet. Ja, perfekt. Gut, nee, dann pass auf, dann treffen wir uns so, klingt was super, weiß ich, so in 5 bis 10 Minuten bei mir. Ja, ich bringe auch eine Kanne Glühwein mit und dann... Oh, geil. Aber erst danach. Lukas. Soll ich den LKW von dir holen oder vom Bauhof eher gesagt? Oder das können wir machen. Pass auf, wir machen Folgendes. Wir fahren jetzt mal raus, fixe zu dem... Wie heißt der? Grenzbacher. Emsbacher, genau. Grenzbacher. Wir fahren jetzt mal fix raus zu den Grenzbacher, gucken über den noch... Was? Grenzbacher. Wir fahren mal raus zu den Grenzbacher, gucken, ob der noch mithelfen würde. Und dann kannst du mit dem Baudings weiter, mit dem Baufahrzeug weiterfahren, kannst den LKW runterholen aus dem Kieswerk. Achso, sonst hätte ich gedacht, ob Herr Rotwild mich dann eben mitnimmt und ich sonst da oben hin. Du kannst doch meinen Unimog nehmen. Ja, oder so. Der steht in der Halle noch. Ich habe mein zweites Rad belegt, deswegen. Nimm mal den Unimog, der ist noch in der Halle. Den brauche ich dann sowieso wieder am Hof. Ja, siehst du. Dann nehme ich deinen Unimog mit und dann passt das. Pass auf, Folgendes. Auf dem Unimog, hinten drauf, da ist ein PKW-Anhänger dran, so ein kleiner, der hat Laderampe, da tust du meine Simone drauf, die steht nämlich auch noch hier. Mach ja richtig fest mit den Spanngurten. Ja, ich mach es. Und dann lässt du den Anhänger bei mir am Hof stehen, ja? Okay. Okay, perfekt. Mach keinen Kratzer an die Simone, ich sag dir. Und mach einen Lappen drüber, mach ein Tuch drüber, dass sie nicht nass wird. Oswin, die ist nicht mehr mich oder ne? Was? Du guckst mich an beim Reden, da drüben ist doch dein Kollege. Wo ist denn der? Ja, links neben mir. Achso, ja, ich schiebe ein bisschen. Ich hab da so geguckt hier. Naja, wenn ich so gucke, gucke ich eigentlich hier an. Das ist voll die... Alles klar, bis dann. Wie viel Glühwein hast du schon? Gar keinen. Ich muss los, ich bin im Hochstress. Oh, so eine Scheiße hier, ey. Ohne Witz, gar keinen. Kann da nicht wahr sein. So, jetzt aber Kanne, aber volles Rohr. Wir fahren jetzt noch zu den Grenz irgendwas irgendwo hin. Was hat er gesagt? Osten, das muss ja dann irgendwo an der Tankstelle rechts raus sein. Oh Gott, das wird eine Katastrophe, das kann ich euch jetzt schon sagen. Guckt euch doch mal an, was es hier zu schieben gibt. Das ist doch... Oh nee. Das wird eine üble Nummer. Ich will aber jetzt... Ich will auch nicht zu schnell fahren. Weil ich habe nämlich auch gar keine Lust, hier noch irgendwie irgendwo reinzuschlittern und vielleicht noch irgendwas kaputt zu machen. Warte mal. Wir fahren genau falsch rum, das ist super. Dann fahren wir hier links. Oh, ich würde eigentlich ganz gerne nochmal an der Gemeinde vorbei und ein bisschen necken. Aber ich glaube, da können wir uns einfach nicht leisten jetzt. Oh, der Schnee hier, der macht mich fertig. Überall, ach, da liegt der haben sie schon so Haufen zusammengeschoben. Katastrophe. So, pass auf, hier runter und links. So, jetzt hier links. Das fährt sich aber auch richtig kacke. Da habe ich schon alle, da hat er schon Allrad hier. Oh, davon ist geschoben, sehr gut. Jetzt Gas. Jetzt geht das richtig voran hier. Ist da geschoben? Ich weiß es gar nicht. Anscheinend nicht. Das macht mich auch wahnsinnig. Mit diesen Absperrungen hier. Wenn da nicht bald einer die mal wegräumt, da kriege ich aber auch schlecht Laune. Oh, hat doch den Hecke von den Nachbarn. Keiner gesehen. So. Muss ich nur mal schauen, wo ich hier lang muss. Ist das hier überhaupt noch eine Straße? Da fahre ich schon auf dem Feld. Nee, ist eine Straße, eindeutig. Oh Gott, in der Region war ich ja noch nie gewesen. Also ich kann euch sagen, Winter bedeutet immer Stress, ey. Winter ist immer Stress. Vor allen Dingen, wenn dann noch so eine Sache dazukommt, wie Schneekanonen im Skigebiet fallen. Also ich wusste gar nicht, dass wir hier in Waldstätten ein Skigebiet haben. Aber gut zu wissen, weil ich bin nämlich leidenschaftlicher Skifahrer. Ich kann nicht besonders gut Skifahren. Aber dafür besonders langsam. Ne? Ey, das möchte ich mal anmerken. Das heißt, ich werde natürlich am Wochenende auch immer mal meinen Sack und Pack packen. Und muss nicht bis sonst wohin fahren, sondern dann kann man eben hier Ski fahren.
Und das Schöne ist, wenn der Schnee, auf dem man fährt, noch vom eigenen Hof kommt, dann passt das ja. Vor allem das Schöne, dann ist auf jeden Fall noch ein bisschen Pflastersplitt mit drin für den Grip. Das ist noch super. Lol. Den Hof habe ich ja noch nie gesehen. Na gut, ich war auch noch nie in der Ecke hier. So, warte mal. Das ist natürlich die... Uff. Oh. Das, ja, ist ein bisschen lang, würde ich meinen. Da hat doch einer gehockt, oder? So. Hallo? Hallo, was kann ich für Sie tun? Ja, hallo, mein Name ist Rosenberg, Oswin. Anton Granzbacher, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Hallo, Sie wurden mir empfohlen. Ja. Also ich muss erst mal dazu sagen, ich bin neu in der Stadt, ich bin erst vor ein paar Monaten hergezogen und bin so in der Mitte von Waldstätten ansässig. Ich war gerade bei dem Herrn Engine. Ja. Und beim Händler. Und genau. Ja, ich bin beim Bauhof tätig. Mhm. Und wir haben den Großauftrag Schnee schieben. Und es sind Schneekanonen im Schneegebiet ausgefallen und der Schnee soll auch noch dorthin transportiert werden, dass sie zumindest ein paar Pisten dort präparieren können. Oh, okay. So, und mir wurde gesagt, dass Sie die letzten Jahre immer fleißig mitgeholfen haben. Jedes Jahr mit, wenn es sein muss. Ich helfe bei vielen Sachen mit. Das ist ja sehr löblich. Und deswegen bin ich jetzt da und wollte Sie fragen, im Namen des Brauhofes und der Stadt, ob Sie uns wieder mit unterstützen würden. Klar, direkt. Okay, super. Passen Sie auf. Haben Sie einen leistungsstarken Traktor? Ja, der steht hier vorne. Ach. Alter, ist das ein 1050? Nein. 942? Ja. Oh, ist das sexy. Ey, der 1050 und der 942 sind auch fast nicht mehr so richtig. Ne, also es sind beides Kolosse. Richtig, kannst dich gerne mal reinsetzen, wenn du möchtest. Darf ich mal? Ja, klar. Oh, mit Fat One schon? Ja. Volles der Programm. Der ist 3 Wochen alt. Oh, ich fass nichts an, ich versprech's. Ich fass nichts an. Darfst du ruhig, alles gut. Oh, das ist ja der absolute Hammer. Ja. Sehr geil. Ja, super. Pass auf, dann, haben Sie einen Frontlader oder irgend sowas zum Aufladen? Ja, hier, aber ich hab nur eine andere Schaufel für Zuckerrüben zu zerhäckseln. Nee, dann kommen Sie einfach vorbei, wenn Sie noch einen Anhänger haben, mit einem Traktor und einen Anhänger. Mach ich das rüber. Wir gucken mal, wo treffen wir uns denn? Wir treffen uns bei mir am Hof. Und zwar wäre das bei Parzelle... Wissen Sie, wo der Herr Wartlinger ist? Ja. Genau unter dem Herrn Wartlinger, wo der Herr Wartlinger sein Sägewerk hat und das alles, wo der wohnt, genau da unten drunter. Ja, finde ich schon. Ansonsten haben Sie vielleicht eine Telefonnummer für mich, dann kann ich Sie zur Not anrufen. Warte mal, ich hole Ihnen mal ein Kärtchen hier. Ja. Ne? Ach so. Ja, so. Perfekt. Hier haben Sie einmal die Karte, Oswin Rosenberger. Ja, schön, danke. Genau, da können Sie mich erreichen, das ist kein Thema. Ja, bekomme auf jeden Fall hin, dann mache ich mich jetzt auf den Weg, mache einen Anhänger dran. Was machen Sie denn hier auf dem Hof? Ich bin der örtliche Rüben- und Kartoffelbauer. Ach, Sie machen Rüben und Kartoffeln? Genau. Und habe noch nebenbei ein paar Schweinchen hinten. Ah ja, sehr gut. Ja. Das bietet sich ja an. Ja, schön, richtig. Mensch. Sind Sie ganz alleine auf dem Hof? Aktuell, ja, mein Mitarbeiter ist auf Schulung. Ach, Sie haben auch noch einen Mitarbeiter? Genau, das passt ja, das ist ja das schlechte Wetter, ist eh nichts zu tun, da habe ich ihn erstmal auf Schulung geschickt. Kein Problem, perfekt. Gut, pass auf, ich danke Ihnen vielmals und dann sehen wir uns gleich bei mir am Hof. Überhaupt kein Problem, sehen wir uns gleich bei Ihnen am Hof. Ich danke Ihnen vielmals, Dankeschön. Überhaupt kein Problem, überhaupt kein Problem. Passen Sie auf, es ist glatt. Oh, ich sag's Ihnen, ohne Ende. Bis dahin. Ja. Bis gleich, ciao. Ciao. Ja, der war ja nett gewesen, da kann man ja nichts sagen. Also den habe ich ja, wusste ich gar nicht, dass es hier noch so einen stattlichen Hof gibt. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Na gut, ich würde sagen, wir machen mal die ganze Maschine fertig und rüsten uns mal. Oh, und rüsten uns mal für. Wie komme ich denn eigentlich hier wieder raus? Bin ich hier dann fahren? Nee, ich fahre lieber oben lang. Und rüsten uns mal für den Einsatz für das Skigebiet. Wird, glaube ich, spannend werden. Ich bin sehr gespannt. Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Danke, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns morgen Abend wieder bei Frontiers im Livestream, wenn ihr mögt, auf Twitch. Oder. Eben 19 Uhr natürlich bei True Farming. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Tschüss und ciao.